Moin zusammen, herzlich willkommen hier bei Toffis Kanal. Wir sind in unserer Stadt Megacampus, wir sind beim 17. Teil und heute geht es darum, so ein bisschen was auszubauen noch und wir werden heute unser erstes Basketballspiel erleben von unseren Eagles, das Basketballteam unseres Berufsschulcampus. Ja, aber das war eigentlich mehr Zufall, aber da kommen wir später zu. Hier habe ich noch ein bisschen das Viertel erweitert. Ich hatte beim Netzmeier erklärt, dass ich hier zur Abschottung von den Verschmutzungen hier unten von der Mülldeponie oder von den Müllverbrennungsanlagen so ein bisschen Gewerbe reinbauen wollte und beziehungsweise Büroflächen reinbauen wollte. Und die werde ich mit einer IT-Spezifikation ausstatten. Weil die Häuser eigentlich ziemlich groß werden und das schottet dann offensichtlich auch so ein bisschen zum Wohngebiet ab. So, IT haben wir draus gemacht. Oder mache ich jetzt gerade. Wird das als IT ausgewiesen. Jawohl. Und dann sollen die Häuser auch möglichst so entstehen. Mal gucken, vielleicht passe ich das auch noch ein bisschen an, vielleicht kommen auf die andere Seite auch noch mal IT, das muss ich noch mal gucken, wie ich das genau mache. Geplant ist das erstmal, dass an dieser Straße hier unten komplett die IT reinkommt, aber gut, das müssen wir dann abwarten, das kann man ja aber noch im Laufe des Ganzen anpassen. So, und die andere Bebauung hier, die schließen wir jetzt von der Systematik her an unser Viertel vor 1 mit an, weil die ja noch zu der Wohnbebauung des Viertels gehören. Man kann sich nämlich nachher dann schön die Auswertung ansehen, wie viele Bewohner gibt es in einem Viertel, wie viele Arbeiter, also das kann man pro Viertel tatsächlich sehen und das ist manchmal schon ganz hilfreich in der Auswertung. Ja, und hier möchte ich dann heute mein großes Augenmerk darauf legen, dass wir die Fläche vom Viertel nach 2 noch ein bisschen ausbauen. Hier habe ich ja überall Einbahnstraßen, das möchte ich auch genauso fortführen. An sich hat das ganz gut geklappt. Und die Gebäude hier in diesem Viertel sind alles selbstversorgende Gebäude mit einer Hightech-Ausrichtung. Also das sind wirklich dann, ja, sollte eigentlich auch den Grundstückspreis entsprechend nach oben treiben. Wobei das nicht das Ziel der ganzen Geschichte ist, aber die selbstversorgenden Häuser produzieren einfach weniger Müll, brauchen weniger Strom, weil sie die selbst produzieren und solche Sachen. Also es sollte so funktionieren, dass es ein bisschen ökologisch aussieht, ein bisschen nachhaltig gedacht. Ja, die Wege mache ich so immer frei Schnauze. Manchmal passt was ganz gut, manchmal auch nicht. Dann baut man es vielleicht nochmal um. Aber an sich habe ich da, wenn ich jetzt nicht gerade quadratisch praktisch gut baue, das sieht dann jedes Mal ein bisschen anders aus. So, dann können wir langsam da reinkommen. Das, was so mein Gedanke war, dass eben diese Straßenbahn durch diese verschiedenen Viertel fährt und jetzt von rechts und links mit den Brücken oder Fußgängerwegen versehen wird, dass eben die Bewohner aus den einzelnen Vierteln gut halt zum ÖPNV, zur Straßenbahn und somit dann später zum Zug und so weiter kommen können. So war der ursprüngliche Gedanke eigentlich. Hier habe ich mir gerade gedacht, verbinde ich einfach mal dieses Viertel und auch diese Straßenbahnhaltestelle mit dem zweiten Teil unseres Viertels, was hier unten gerade entsteht. Und wir haben immer noch Dauerregen hier im Megacampus. Unglaublich.
Ich glaube schon seit, weiß nicht, 5-6 Folgen ist es dauernd am Regnen hier. So, dann plane ich noch natürlich die Schulbildung ein. Hier kommt eine Grundschule noch mit dran. Und eine weitere Oberschule mache ich auch. Die baue ich dann hier mal so in der Nähe der Hauptstraße vorne. Da haben wir noch ein bisschen freie Fläche. Da wollte ich jetzt aber auch nicht noch eine Straße zwischenquetschen. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass wir hier dem Wohnviertel eigentlich mal einen großen Park spendieren. Und den wollte ich jetzt auch nicht einfach nur so an die Hauptstraße klatschen. Deswegen ein kleiner Trick wieder. Das, was ich beim Campus auch gemacht habe, könnt ihr in der letzten Folge sehen, als ich dann den Campus-Festsaal angeschlossen habe, setze ich hier eine kleine Stichstraße. Und an diese Spitze würde ich jetzt gerne den Park setzen. Das funktioniert so normalerweise nicht. Deswegen kleine Abzweigung der Straße. Jetzt den Park setzen, möglichst mittig. Das geht auch nicht immer, wenn man es nicht richtig erwischt hat. Ganz mittig passt es jetzt nicht, aber das macht jetzt gar nicht, wie wir da gehen werden. Wir schalten die beiden Hälften Straßen wieder ab und das war das Ziel. Jetzt haben wir also quasi eine Straße, die hochführt zum Park und genauso hatte ich mir das vorgestellt. Jo, jetzt können wir eigentlich Wohnflächen freigeben. Das Eckchen hier zum kleinen Park, der hier oben ist, da lasse ich nochmal frei, da möchte ich jetzt kein Haus hinsetzen. Und dann werden wir so die ersten Flächen für das neue, oder das ist ja kein neues Viertel, das ist die Erweiterung unseres Viertels nach zwei, freigeben, sozusagen Baugenehmigung erteilen. Jo, und die einsame Straßenbahnstelle hier hinten. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich mit dem Bereich hier hinten mache. Habe schon so ein, zwei Ideen. Aber hier neben ist das große Krankenhaus, das erste, was wir gebaut haben. Und das ist eigentlich auch eine passende Gelegenheit, dann hier die Straßenbahnlinie an das Krankenhaus anzuschließen. Macht sich auch ganz gut, dieses Krankenhaus dahin, so ziemlich alleine, erstmal auf weiter Flur. Hier ist noch ein paar Bäumchen dazwischen, ein paar Pflanzungen. Das mache ich immer mal so zwischendurch, wie ich da gerade Bock zu habe. Oder wenn mir gerade noch die Ideen für andere Sachen fehlen. Dadurch, dass das Viertel hier nicht so dicht bebaut ist, hat man dann natürlich auch ein bisschen mehr freie Fläche, die man dort dann belegen kann. Gerade so in der Nähe der Straßenbahn oder auch Eisenbahngeschichten, da kann man mit Bäumen ganz gut noch was kaschieren. Ja, das macht sich langsam. Da waren wir eigentlich schon, ne? Also es geht nicht schneller, wenn man die Flächen doppelt freigibt. Kann ich schon sagen. Ja, und ich würde sagen, wir machen mal erstmal wieder einen kleinen filmischen Rundflug. Einfach so zwischendurch mal gucken, wie es so in der Stadt sich tummelt. Entdeckt man manchmal viele Sachen, die man sonst nicht sieht. Staus zum Beispiel gerade, wo man momentan gar nicht drauf achtet. Aber wir haben noch nicht so viel Verkehr jetzt bei uns hier in der Stadt. Das geht also ganz gut.
Ja, und das passiert dann auch, dass man durch Zufall mitbekommt, hoppla, da spielt ja unsere Basketballmannschaft, die Eagles. Und dann bin ich natürlich aus dem Rundflug direkt mal rausgekommen. Und das gucken wir uns jetzt mal näher an. Auf jeden Fall sehr viel Publikum, was hier rumläuft. Und man sieht, die Arena ist schön geschmückt draußen mit dem neuen Logo der Eagles. Und man hört auch, dass innen noch passiert. Und hierbei kann man dann auch reingucken, wenn man in die Arena reinschaut, sieht man gerade, was passiert, wer gegen wen spielt. Und dabei habe ich festgestellt, dass meine dunkelblaue Farbe etwas ungünstig ist, weil man den Namen gar nicht richtig lesen kann. Das werde ich also auf jeden Fall nochmal ändern. Und hier würde man jetzt in der Auswertung auch sehen, wie viele Spiele hat man gewonnen, wie viel hat man verloren, wie viel hat man eingenommen oder ausgegeben. Aber jetzt passen wir erstmal nochmal die Farbe an. Blau soll es dann doch bleiben, habe ich mir überlegt. Und wir wählen mal ein helles Blau einfach. So, und dann nochmal zur Arena gucken. ...444 Zuschauer haben wir von 750 möglichen. Den Namen konnte man jetzt auch ganz gut lesen. Ergebnis steht natürlich noch nicht fest. Die Jungs spielen ja noch. Ja, man kann das Spiel hier leider nicht sehen. Also bei den anderen Arenen, also wie zum Beispiel beim Baseball oder Football oder auch beim Fußballstadion, da kann man wirklich auch in das Stadion reingucken und da sieht man dann halt eben, wie die spielen. Wobei das dann immer so Standardspielzüge sind, die man immer wieder sieht. Aber sonst ist es ganz interessant, wie dann die Leute da rumrennen. Ganz cool. Jetzt passe ich doch nochmal die Richtlinie an. Das habe ich in der letzten Folge schon erwähnt. Ich werde jetzt hier Fußballjugend auswählen, weil ich glaube, dass das auch Auswirkungen hat, eben nicht nur auf Fußball, sondern eben auch auf die anderen Sportarten. Ja, und jetzt gucken wir nochmal in unser Viertel hier rein, wo wir das Experiment machen mit dem Gebäudetyp Universitätsstadt, wo ich keine Ahnung habe, was bei rumkommt. Hier beim Gewerbe klappt das. Das war gerade zum Beispiel ein kleiner Waschsalon oder hier auch ein Multimedia-Store gewesen. Das sieht zumindest für mich so aus, als würden das die Gebäude sein, die man jetzt im Thema Universitätsstadt wiederfinden würde. Also eben kleine Läden, die man so als Student braucht. Donutladen hier zum Beispiel, sowas in der Art. Sieht zumindest so aus, als würden die Gewerbeflächen das darstellen. Wir haben ja drei Sachen ausprobiert. Einmal die geringe Gewerbebebauung, die dichtere Gewerbebebauung. Sieht beides gut aus. Und das ist die Wohnbebauung hier. Und da sieht man schon die Idee, die Wohnhäuser direkt an die Haarbahn zu bauen, ist hier auch nicht von Erfolg gekrönt. War aber auch eigentlich klar, ist ja auch nur ein Experiment. Aber das beenden wir jetzt hier, weil die Bewohner hier werden alle anfangen zu meckern, werden krank werden. Das bringt uns nicht weiter. Deswegen ändere ich hier die Flächen komplett nochmal ab. Dann nehmen wir also die Wohnbebauung komplett raus. Und wir setzen jetzt hier nochmal die Gewerbebebauung rein. Das dauert jetzt ein bisschen. Also ich reiße jetzt die Gebäude nicht aktiv ab. Das funktioniert gleich ganz automatisch. Die Leute haben wenigstens noch die Chance, kurz auszuziehen, bevor das Gebäude dann weg ist. Also nicht einfach so mit dem Hintern weggerissen halt. Ne? Aber das werden wir halt im Nachgang nochmal ein bisschen weiter beobachten müssen, was jetzt hier passiert. Soll wirklich reinweg Experiment sein, auch mit der Wegeführung, das gefällt mir noch nicht so gut. Da werde ich mir noch was anderes einfallen lassen, sicherlich. Das soll jetzt erstmal nur testweise ausprobiert werden, was passt hier, was geht hier tatsächlich. Naja, auf jeden Fall gucke ich mir das noch weiter an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da oder natürlich auch gerne ein Abo, logisch. Und beim nächsten Mal gucken wir nochmal das Industriegebiet an. Das werden wir nochmal ein bisschen erweitern. Und wir werden im Viertel nach zwei noch ein bisschen weiterbauen. Das soll in der nächsten Folge passieren. Alles klar, wenn es euch Spaß gemacht hat, sehr gerne. Ansonsten einen schönen Gruß, euer Thomas.